1993 wurde der 22. März zum Internationalen Wassertag erklärt. Die Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Oberösterreich veranstaltet deshalb jedes Jahr ein Event, um die Aufmerksamkeit auf das Thema Wasser zu lenken. In diesem Jahr wurde erstmals ein Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem Jugendliche sich kreativ mit diesem Thema auseinandersetzen konnten. Die besten Ideen wurden am 14. März in den Redutensälen in Linz präsentiert. Der Umgang mit Wasser ist in den Schulklassen thematisiert worden und die Sensibilität ist sehr, sehr hoch. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir zu jedem Wasserhahn in Oberösterreich gehen können und ein Glas sauberes Trinkwasser herauskommt. Ich habe das Gefühl gehabt, den Jugendlichen ist das sehr bewusst und das Engagement dort ist gestärkt und das freut mich besonders. Den Schülern ist durch diese KU-Ausarbeitung aber sehr bewusst worden, wie kritisch die Situation ist, also mit den Daten vor Ort, wie sie das ausgearbeitet haben und das Bewusstsein einfach noch weiterhin stärken. Die große Herausforderung für die Schüler der Zukunft ist Lösungskompetenz und daher war es mir schon sehr wichtig, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler mit dieser Thematik eben auseinandersetzen und das Thema Wasser aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachten. Neben einer Modeschau, Interviews und einem Online-Wasserquiz wurden alle Kategorien wie Storytelling, Texte, Audio- und Videoprojekte präsentiert. Und dabei nicht nur die Gewinner. Es ist großartig zu sehen, wie engagiert und talentiert die Schülerinnen und Schüler sind. Die gesamte Veranstaltung wurde auch von der 4. Klasse des Habila Lenzia mitgestaltet. Die ganze Dekoration, die man während der Preisverleihung gesehen hat, also die ganzen Korallen, die Tischdekoration mit den Wasserperlen, das alles ist auch von unserem Deko-Team, von unserer Deko-Abteilung im Projekt gestaltet worden und die Korallen haben auch wir in der Schule selbst angefertigt. Die Ergebnisse der Gestaltung und Umsetzung sind wirklich beeindruckend und zeigen, dass junge Menschen bereits ein hohes Bewusstsein für die Thematik haben. Trotzdem war der Wettbewerb auch eine großartige Gelegenheit, sich intensiver damit zu beschäftigen und mehr darüber zu erfahren und andererseits auch neue Lern- und Arbeitsmethoden kennenzulernen. Es war ein guter Einblick in das reale Leben sozusagen, weil die Schule ist doch oft sehr theoretisch, auch wenn man versucht, die Praxis einzubinden. Und man hat dann einfach gesehen, wie das Ganze dann abläuft und wie flexibel und wie schnelllebig das dann trotzdem sein kann. Es ist auch weg vom reinen Lehrbuchwissen hin zum praktischen Arbeiten. Und vor allem, wir wissen heute nicht, wie die Berufe 2030 für unsere Schülerinnen ausschauen werden und da haben sie halt vielfältig lösungsorientiert arbeiten können. Ne? Wir möchten ja auch solche Teile natürlich jetzt in der Schule ausstellen, wo man auch mit anderen Klassen dann noch in Diskussion kommt, weil eben dieser Ausstellungsbereich, den wir da auch gemacht haben. Also es gibt hier viele Anknüpfungspunkte, damit wir schon in der Schule auch das noch weiter ausnutzen können. Ich möchte auch vor allem nochmal die Flexibilität hervorheben, eben auch eben wegen der Wasserwirtschaft und vor allem auch vorher bei der Preisverleihung hat es kurzfristig Änderungen gegeben und da hat man wirklich als Schüler auch gelernt, wirklich kurzfristig auf diese Änderungen einzugehen. Auch Landesrat Stefan Keineder war sehr beeindruckt. Die Ergebnisse haben ihn vollkommen überzeugt. Wo sich die Jugendlichen in Bad Ischl, die ja sozusagen an der Lebensader trauen, zu Hause sind, dass die sich in einer Intensität und auch in einer Feinstrukturiertheit mit ihrem Fluss beschäftigt haben. Wo kommt der eigentlich her? Welche Zubringer hat die Traun? Aus welchen Seen kommt das Wasser? Und wo muss man besonders darauf aufpassen? Dieses Projekt, das hat schon eine ganz besondere Komplexität. Und da hat man gesehen, wie intensiv sich die jungen Leute damit beschäftigt haben.